Ja, hallo liebe Geschwister und einen gesegneten Sabbat. Der nächste Tag ist angebrochen und wir wollten euch einen kleinen Bericht geben. Ich habe hier den lieben Bruder André an meiner Seite stehen und er hat gestern sehr, sehr schöne Erfahrungen gemacht und wir wollten euch gerne mal diese Erfahrungen, beziehungsweise André möchte euch gerne mal diese Erfahrungen mitteilen. Was hast du gestern so erlebt? Was waren so deine Erfahrungen? Also die Erfahrung begann schon eigentlich in der Gemeinde, als wir uns morgens vor der Andacht mit dem Bruder mich unterhalten habe und wie er so seine Erfahrungen draußen gemacht hat. Und dann sagt er, ja, ich bete sehr viel mit den Menschen. Und ich sag, du, das ist auch eine sehr gesegnete Zeit, wenn man mit den Menschen auch draußen beten kann. Aber so oft ich schon draußen war, habe ich noch nie diese Erfahrung machen können. Ich sage, das ist ja wunderbar. Und wir haben gestern uns sehr tief darüber unterhalten, wie schön ist das dann, mit den Menschen draußen zu beten. Aber irgendwie hat sich das bei mir nie so richtig ergeben. Und gestern muss ich sagen, Gott sei gelobt dafür. Also es kam auch nicht von mir aus. Es waren sehr viele schöne Erfahrungen. Aber besonders kann ich über einen Fall erzählen, wo eine Frau auf mich zukam und sie war eigentlich mit einer Christin unterwegs. Und die Freundin von ihr, sie war so brennend, ist so brennend auf den Menschen gegangen und hat Gespräche geführt. Und die Frau kam zu mir und sagt, ja, ich bin heute mit meiner Freundin hier unterwegs und die ist ja so aktiv und ich bin mehr so zurückhaltend. Und wir fingen an, über den Glauben zu sprechen, über ihr Leben. Und da fing sie an, wirklich ihr Herz auszuschütten. In dem ganzen Gespräch erstmal ganz vorsichtig. Und dann hat sie dann Frage gestellt zu den Büchern. Welche Bücher könnten Sie mir empfehlen? Und dann habe ich gesagt, über Gesundheitsbücher, also was sie so interessiert. Und dann für die Kinder. Und dann fing sie an, so ein paar Bücher an sich zu nehmen und dann durchzublättern. Und dann fingen wir an, uns zu unterhalten. Also so ein tiefes Gespräch, also habe ich schon seit langem nicht geführt, dass die Frau sich komplett geöffnet hat. Sie fing an zu weinen, hat über ihre Probleme erzählt, dass sie ein sündhaftes Leben geführt hat und viele schlimme Dinge getan hat. Und es hat mir auch sehr weh getan. Ich habe ihr zugehört, also musste auch sehr lang geduldig erstmal zuhören. Und dann, als sie still wurde, habe ich dann immer dazwischen gesprochen, getröstet und hat versucht, sie auf Jesus zu führen, dass sie zu ihm mit ihren ganzen Haufen Probleme kommt. Ja. Und was schön war, dass sie dann in dem ganzen Gespräch dann zu mir sagt, kannst du nicht für mich beten? Das ist echt schön. Ja. Und ich sage, ja, natürlich. Also ich sehr gerne. Und dann hat sie gesagt, ja, aber nicht nur für mich, jetzt noch für meine Tochter, weil sie macht sich Sorgen, die ist geschieden und der Mann führt ein schreckliches Leben. Und sie hat große Sorgen wie um die Tochter, aber auch so um ihren Ex-Mann. Und man kann so viel darüber erzählen, aber dann habe ich gesagt, okay, sehr gerne. Und dann haben wir gebetet. Sie stand da und dann haben wir uns dann wieder unterhalten und sie hat dann immer weiter gefragt, aber welche Bücher könnte ich denn noch nehmen? Ich habe ja Bekannte und ich habe meine Schwiegereltern, denen könnte ich ja auch noch Bücher geben. Ich sage, diese Bücher und diese Bücher sind sehr wertvoll. Ich glaube, die Frau hat insgesamt 7 bis 10 Bücher mitgenommen. Und dann sagt sie, können wir denn noch mal beten? Ich sage, natürlich, aber ich sage, du bist herzlich eingeladen, auch selber zu beten. Ich sage, das ist so wichtig, dass du zum Vater offen redest und betest ohne irgendwelche Gedanken, sondern dein Herz wirklich ausschüttest. Ja. Und dann die Verheißung ist ja da, Matthäus 11, Vers 28, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. In Jesaja, da steht ja zum Beispiel, wer mich vom ganzen tiefsten Herzen sucht, der wird mich finden. Ja, und diese Erfahrung haben wir alle machen dürfen. Und es ist so schön, wenn man mit diesen Menschen vor Ort wirklich beten kann und dass sie diese Erfahrung dann auch wirklich, ich hatte auch gestern so eine
tolle Erfahrungen gehabt, wo man auch wirklich den Heiligen Geist dann in diesem Moment wirklich sehr, sehr stark gemerkt hat, wie er, also das war wirklich echt eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Also es war nicht so dieses Massenverteilen, wie gesagt, es war so wirklich diese tiefen Gespräche, diese einzelnen Menschen, was aber so wertvoll wirklich ist. Ne? Genau. Ja, es ist eine gesegnete Zeit gewesen und es war jetzt in dieser Unterhaltung waren es insgesamt 3 Gebete, also 3-mal haben wir dann gebetet, immer mit Unterbrechung. Für meine Schwiegereltern, die beten den Satan an, die gehen zu den Wahrsagern und bitte hilf mir, dass sie haben mir sehr viel Leid angetan, sehr viele Schmerzen. Also sie war bitter am Weinen und hat sie gesagt, aber ich will trotzdem, ich habe im Geist, also im Inneren habe ich ihn verziehen, aber ich möchte Kontakt zu denen aufsuchen, ich möchte mit denen sie besuchen, aber ich weiß nicht wie. Und dann habe ich gesagt, übergib deine Sorgen, Jesus Christus. Amen. Lass dich erstmal verändern, also lass ihn durch dich wirken und bete dann erstmal für die Schwiegereltern, dass sie ihr Herz öffnen für Jesus. Und dann, wenn du diese Bestätigung vom Herrn bekommen hast, dass du bereit bist, dorthin zu gehen, dann mach diesen Schritt. Absolut. Und es ist wirklich ein Segen. Also ich kann jedem nur empfehlen, rauszugehen und diese Erfahrung mit Gott zu sammeln, weil in diesem Missionsleben profitiert man auf beiden Seiten. Absolut. Gott kann ja auch das Werk, er wird ja auch das Werk in uns vollrichten, weil wir dadurch, wenn wir in diesen dienenden Geist gehen, dass wir halt Opfer bringen, dass wir sagen, wir opfern diese Zeit für die Menschen, dann kann Gott das Werk auch in uns vollbringen und dadurch achten wir auch viel weniger auf uns selbst. Also es ist eigentlich so eine Win-Win-Situation. Gott kann sein Werk den Heiden verkünden, sein Werk da beenden. Gott wird das Werk, sage ich mal, jetzt, wo wir jetzt gerade sind, kommt heraus aus ihr, mein Volk. Ne? Und Amen. Er wird das Werk in uns vollenden. Und ich glaube, daraufhin folgt der laute Ruf und der Spätregen. Ne? Und fühlt euch auf jeden Fall ermutigt. Da draußen warten Menschen, die Gott vorbereitet haben. Aber der Herr hat selbst gesagt, das Feld ist so groß, aber wir haben so wenig Arbeit. Es sind so wenige. Ja. Also wenn ihr euch wirklich angesprochen fühlt, dann Jesaja 6, Vers 8, sende mich. Ja. Und ja, André, vielen Dank für deine Erfahrung. Sehr gerne. Und wir wünschen euch Gottes Segen. Gottes Segen. Und Habt Mut. Bis dann. Habt Mut. Maranatha. Maranatha.